So, weiter geht's. Wir sind aus der Loge raus, haben die Streichhölzer mit dabei. Ich habe gerade, glaube ich, den spannendsten Moment in diesem Game einfach geskippt, weil ich vergessen habe, die Aufnahme anzumachen. Shoutouts an mich. Aber hey, besser das, als dass wir das jetzt zweimal sehen. Und weil ich habe keine Ahnung immer noch nicht, was in der Höhle da auf uns wartet. Das werden wir jetzt, denke ich, herausfinden. Wenn ich den Weg da wieder hinfinde. Weil ich weiß immer noch nicht ganz genau, wo der Weg dahin ist. Hier, hier ist der Weg. Alright, Freunde. Dann wollen wir nochmal schauen, was hier auf uns wartet, oder? Ja, es stinkt wie Sau in dieser Höhle. Es ist dunkel und wir hören irgendein Knabbern oder Sabbern oder so. Ich habe richtig Angst, was wir jetzt hier sehen, Alter. Real Talk. Du beschreibst gerade mein Wohnzimmer. An die Lunte. Mega heftiges Licht. Geisteskrank, oder? Ich möchte keine Lampen mehr oder so. Ich möchte so eine Lampe haben. Als ob dir so ein kleines Licht hilft, dann siehst du doch trotzdem nichts in diesem verdammt großen Loch. Ich wusste, dass du der Freak bist! Das heißt, es geht gar nicht um Wolf, sondern um Kannibalen? Ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Hauptsache weg. Ciao, Kakao. Muss los. Wo sind alle? Hallo? Leute? Fanglover. Fanglover ist doch hier. Ein Glück. Gottes Willen. Was ist los? Was ist passiert? Passiert? Nichts ist passiert. Haben Sie einen Geist gesehen? Ha! Ich wünschte! Nein. Ich... Um Gottes Willen. Da draußen im Wald. Zeigen Sie es mir. Zeigen? Gabriel! Da. Wo gehen Sie hin? Da drin. Hast du ihn gerade allein da reingehen lassen? Was kommt da gerade wieder? Ist das Glover? Ja, zum Glück ist es Glover. Da muss was getan werden. Was getan werden? Haben Sie von Zell gesehen? Von Zell? Nein. Ich habe niemanden gesehen. Oh nein. Nur die Leichen. Er ist gerade noch drin gewesen. Fressend. Von Zell ist ein Werwolf. Was sonst? Sieht so aus, als hätte er schon eine ganze Weile so getötet. Diese Hütte hat er als Schutz benutzt. Genauso wie die Hütte in Alfdorf. Er beobachtet die Opfer, findet ihre Angewohnheiten raus. Er greift sie an einsamen Plätzen an, zerrt sie zur Höhle zurück. Zum Fressen.
Die Opfer werden vermisst gemeldet, da man nie eine Leiche findet. Was passiert gerade mit dem Game? Er passt auf, dass ihn keiner als Wolf sieht. Eine Frau hat ihn gesehen. Und niemand hat's geglaubt. Aber dann passierte was, ich weiß nicht warum. Fonzel kochte den Plan aus, die Wölfe aus dem Zoo zu stehlen. Wölfe, auf die man die Morde schieben konnte. Er brauchte eine Hilfsperson. Also nahm er Klingmann, da dieser dem Club beitreten wollte. Er versprach, ein gutes Wort einzulegen, wenn es funktionieren würde. Aber dann musste er die Wölfe loswerden. Eine Garantie, dass die Polizei sie nicht finden würde. Er wusste, dass der Club exotische Tiere über den Schwarzmarkt beschaffte, seit Jahren. Von Aigner hatte hohe Schulden bei Fonzel. Fonzel bot alles nachzulassen, weiß das, als Gegenleistung für den Namen des Kontaktmannes bei den Tiergeschäften. Der Name des Mannes war Großberg. Großberg war gerne bereit, die Wölfe aus dem Weg zu schaffen. Für eine Gebühr. Mhm. Aber Großberg war habgierig. Als er in der Zeitung von den Morden las, erpresste er dann Fonzel. Da hat Fonzel ihn ermordet. Ich wusste, dass Fonzel ein echtes Problem hat. Aber das ist kaum zu glauben. Ja, aber wahr. Ein Problem. Wir müssen die Polizei holen. Ich kenne den Mann, der mit dem Fall betraut ist. Nein, die Polizei würde uns nicht glauben. Der durchschnittliche Polizeiverstand kann mit so etwas nicht umgehen. Außerdem, ich bin verantwortlich für Fonzel. Ich finde schön, dass da oben immer noch steht, Jagdhütte von Glovers Schlafzimmer. Aber mir war nicht bewusst, dass sie jemanden so weit bringen könnte. Schreckliches Ende. Ich habe das miterschaffen. Ich muss es aufhalten. Mit Ihrer Hilfe. Was schlagen Sie vor? Dass wir beide, Sie und ich, ihn jagen. Heute jagen. Nacht. Oh Gott. Ich weiß nicht. Deshalb sind Sie doch in den Club gekommen, oder nicht? Um Tony Hubers Mörderer zu jagen und zur Strecke zu bringen. Tony Hawks Mörder. Das wissen Sie? Sie sind nicht der Einzige, der Fragen stellen kann. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Jetzt müssen wir handeln. Das ist sick, Lena. Wo kommen feiert Sie ihr? Um Mitternacht zum Stall. Bis dahin. Seien Sie unauffällig. Die anderen könnten uns in die Quere kommen. In Ordnung. Also heute Nacht. Um Mitternacht zum Stall. Hey, wir haben eine Waffe. Die wilde Bestie, hungrig nach der Jagd. Ihr Opfer bald nur noch Geschichte. Was hab ich denn jetzt für eine Kutte an? Ich mich nervös. Tu ich das? Ich neige dazu, diese Empfindung in anderen auszulösen. Passen die Sachen? Ich sehe aus wie Lord Byron, verdammt. Unsinn. Sie sehen viel besser aus als er. Sie können das Zeug heute Nacht gebrauchen. Wir spielen eine Runde Duckhunt. Ah, mit Wölfen. Ein Pferd! Das habe ich nie gesehen. Wir reiten nicht so oft in den Staaten. Bitch, what? Wir lassen die Pferde hier. Das Reiten ist nachts zu gefährlich. Der macht das alles zu Fuß. Ich vermute, Sie haben einen Plan? Nein. Wir müssen ihn in die Enge treiben. Der beste Ort ist die Schlucht. Die Schlucht. Weil ich auch noch weiß, wo die ist. Ich glaube, ich spiele lieber defensiv. Defensiv, womit? Eigene Methoden? Mit deinem... Aber wenn ich Sie wäre, blieb ich nah bei. Ja, die sind am Ende auf jeden Fall verheiratet. Sicherlich. Kann ich gleich nochmal so zwischendrin speichern? Weil wir sind ja eigentlich immer noch in seinem Schlafzimmer, wie der oben steht. Ich hätte gerne nochmal so einen Safe Point.
please. Bleiben Sie dicht bei mir. Der verschwindet doch jetzt gleich. Hallo, Herr Cereal Bowl. Schöner Name. Friedrich! Natürlich ist er weg. Prost, Friedrich. Müsli. Viel Spaß beim VOD. Verdammt. Friedrich. Friedrich. Wir sind im Wald. Jetzt ist alles schlimm. Wir sind ja ein Schattenjäger. Jetzt wollen wir hoffen, dass das auch hilft. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Task successfully failed. So, nennen wir den Safe Point, bevor wir starben. Fertig. Ah, Gott, siehst du schlimm aus. Nee, das klappt. Haben wir den gerade zur Schlucht getrieben? Habe ich das Game gebumst? Oder wer dann? I'm sorry. Didn't want to do... Ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Laden wir einmal nochmal den. Mhm. Aber ich denke, das war ja gut, dass wir das gemacht haben. Vielleicht müssen wir länger warten, dass der aus dem Bild ist oder so. Oder wir dürfen auch nicht nach unten gehen. Wir müssen nach unten gehen, oder? Nach oben wäre auch gegangen. Vielleicht gehen wir nach oben und folgen ihm nicht. Ist ja auch an und für sich das, was man eigentlich tut, ne? Nicht dem Wolf unbedingt folgen. Okay. Oben. Hey! Die Schlucht ging, glaube ich, irgendwo hier lang. Ja! Aber zwei Fragen. Wo ist Van Glover? Und wenn der Wolf kommt, machen wir dann nochmal... Oder... Wir haben das Messer. Wo zum Teufel? Aber ich glaube, bis wir das Messer benutzen, sind wir am Arsch. Ich bin jetzt bei der Schlucht, aber wo ist Van Glover? Ja, das ist eine gute Frage. Wolf? Ja.
Das bin ich, Gabriel Knight. So ist es. Das bin ich, Gabriel Knight. Kann er uns doch beantworten, wie er heißt? Van Glover? Hallo? Ich bin zurück. Woher kommt die spannende Musik? Also wir können zu der Schlucht kommen, aber hier ist halt einfach niemand. Ja, läuft. Same einfach. Bevor wir starben, 2? 22, auch gut. Okay, da darf man nicht hin. Hab ich verstanden. Hab ich jetzt nach... Kann ich nachvollziehen? That's a no-no. Mhm. Wo ist Van Glover? Selbst wenn ich rauskriegen würde, wie man ein Pferd sattelt, könnte ich es nie reiten. Die Tür ist verschlossen. Natürlich ist sie das. Van Glover, where the flip are you? Da geht's raus. Leute, ihr könnt doch nicht jetzt von mir erwarten, dass ich jetzt noch weiß, wo hier was war. Darunter geht's jetzt auf jeden Fall zur Schlucht. I will do the Talisman thing. Kann ich denn einfach die Schlucht damit runterhauen? Das ist so lächerlich. Okay. Weg ist er. Wir speichern nochmal. Weil ich glaube, das ist gut, wenn wir Dinge tun. Und Dinge passieren. Jetzt sind wir hier. Aber wir haben immer noch keine Waffe. Wir haben immer noch Van Glover nicht gefunden. Ist die vielleicht da an dem einzigen Ort, wo wir gerade die ganze Zeit nicht hin konnten? Wo zum Teufel? Ja, wo zum Teufel ist Van Glover? Weil ich denke, wenn wir jetzt hier nach rechts gehen... Okay, nee, das ging anscheinend. Jump! Gott, wie oft bist du denn jetzt da? Hau ab! Ich habe Angst, dass das irgendwann gleich nicht mehr wirkt. Ja, nach links gehen sollte ich jetzt ja wohl nicht. Weil dann ist wieder Ende, oder? Ah, ne. Jetzt dränge ich ihn einfach herum. Interessant. Ne, da ist einfach... Muss ich hier meine... Wo ist meine Lampe? Ich habe keine Lampe mehr. Mir wurde meine Lampe geklaut. Freunde, was muss ich hier machen? Also wir können ihn immer noch vertreiben. Aber wir waren doch mittlerweile jetzt an jedem Ort hier im Wald, oder nicht? Vielleicht musst du ihn zur Schlucht drängen. Oh, das ist ein good call. Aber haben wir ihn nicht schon mal von hier weggedrängt? Jetzt sind wir doch gerade eigentlich am perfekten Ort, oder nicht? Jetzt nach unten drängen in die Schlucht. Du musst nach unten gehen. Geht er nach unten? Warum geht er nach rechts? Kann der überhaupt nach unten gehen? Ah, ich will hier raus aus dem Bildschirm, bitte. Hallo? Nein, ich will nicht aufhören. Was passiert, wenn wir hier einfach warten?
Kommt der Wolf dann auch hier hin? Einfach mal runterseilen. Ciao. Kommt er hier hin? Er ist gerade nach unten gegangen. Er ist schon mal nach unten gegangen. Ja, dann warten wir jetzt hier, bis er nochmal kommt. Well, that worked. Komm schon, gehst du jetzt nach unten? Ja! Der Wolf müsste jetzt hier sein, oder ich hätte noch länger warten müssen. Oh Gott! Anderer Voice Actor. Noch ein anderer Voice Actor. Nicht mich. Was? Erschieß ihn. Safe, mach. Junge, drück ab. Schön, dass er seine Uropax drin hatte. Arschloch. Ich habe jetzt einen Tinnitus. Hört ihr das? Schätze, ich bin entlarvt. Ich bin halt kein Jäger. Du hast ihn getroffen. Sowas wird mir übel. Sie haben weniger Erfahrung, als ich dachte. Das wird sich ändern. Es ist die Wunde. Die müssen wir reinigen. Maybe! Er hat mich erwischt. Wo? Moment mal. Zeig nicht deinen Penis. Ich hab ihn erschossen. Zeig mir nicht dein Glied. Sie haben mich gezwungen. Okay. Gott. Zum Glück haben sie mich dazu gezwungen. Kommen Sie. Ich werde es im Haus verbinden. Und morgen früh fahre ich Sie nach München. Wie der da liegt. Sie haben für diesmal genug gejagt. Männernippel sind ja kein Thema, Felix. Oh, nice Arschritze. Das war's. Ey, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das war schon Kapitel 5. Und es war intenser denn je. Nee, das ist ja diese große Petition, die ich auch so unterstützen würde, dass Frauennippel zensiert werden müssen, aber Männernippel nicht. It's crazy. Anfangsfilm, Kapitel 6. Grace Nakimura. Was zur Hölle? Was?
auf den schwarzen Wolf. Nicht mich! Erschieß ihn! Das müsst ihr euch merken. Da müssen wir hin. Da auch. Auch da. Natürlich da. Die Blicke. Kaffeetrinker wieder. Sag ihr, sie soll dies zu meinem Herzen in Altötting legen. Ich weiß, wo das ist. Verschwinde! Absolut irre. Absolut irre. Wir sind im Verlies? Sie haben einen Besucher.
Und Freunde, beim nächsten Mal in Kapitel 6 und im finalen Kapitel geht es weiter mit Grace Nakimura. Das wird wild.